sagst du, Luis? Irgendwas mit deinen Ohren stimmt nicht? Warum das denn? Oh, wo hast denn das hier? Das ist aber schön. Ja, aber mit deinen Ohren ist alles in Ordnung, Luis. Manche Sachen heißen einfach nur so, weil sie so aussehen, weißt du? Nicht unbedingt, weil sie Geräusche machen. Ja, zum Beispiel eine Trompetenblume gibt es auch. Und die kann auch keine Trompetentöne machen. Aber da fällt mir was ein. Da machen wir doch gleich mal das Rätsel des Monats. Ja. Gibt mein Name auch den Verdacht, laute Töne habe ich noch nie gemacht. Bin eher zart und klein und selten bin ich ganz allein. Ich mag gern andere um mich haben, doch keine Strolche, die im Boden graben. Genau, denn da ist nämlich mein Zuhause, da wohne ich, da komme ich raus. Schaut mein Köpfchen auch nach unten, freu mich, hast du mich gefunden. Und kommt mir der Frühling hinterher, muss ich bald weg, fällt es auch schwer. Doch ich komm wieder, das ist wahr. Und zwar an gleicher Stelle im nächsten Jahr. Jetzt fragen wir die Kinder. Okay, es ist heiß und grün, Sonne auf der Erde und weiß Schneeglöck. Nein. Ach so, Schneeglöck. Darf ich nicht sagen? Nee, das darfst du nicht sagen. Ach so, na gut, dann. Es ist kein Schneeglöck. Doch, es ist eins. Du darfst es nur nicht sagen. Ach so. Na gut, dann sage ich nicht, das ist ein Schneeglöck. Wir fragen jetzt mal noch wen anders. Also, es ist eine Pflanze. Die kommt oft im Wald vor, aber auch in manchen Gärten und Vorgärten. Und wenn man die sieht, dann ist der Frühling bald da. Warum jetzt die Schlüsselblume? Schlüsselblume heißt, weiß ich auch nicht. Nicht aus wie ein Schlüssel. Keine Ahnung. Aber wir werden das entschlüsseln. Ja, das machen wir. Tschüss, Kinder, viel Spaß beim Raten.